So, Leute, Thema Extremstellen, Extrempunkte. Das ist jetzt das Anschlussvideo, wo wir uns mal den Fall des sogenannten Sattelpunkts anschauen werden. Ich habe euch da wieder eine schöne Grafik hier mal aufgezeichnet. Ja, das hier ist die Beispielfunktion f von x. Und zwar haben wir ja gesagt, Extremstellen, Extrempunkte, Extremstellen sind diejenigen x-Werte, ja, bei denen die Funktion weder steigt noch fällt. Ja, das heißt, sie verläuft so eben sozusagen. Ja, die Steigung ist in diesem Punkt 0. Das ist dann der Extrempunkt. Und die Extremstelle ist eben der x-Wert, wo das passiert. Ja, das ist die Stelle. Und hier in dem Fall, ja, das hier ist ein sogenannter Sattelpunkt. Hier verläuft die Funktion mit der Steigung 0. Und Sattelpunkt deshalb, weil sie steigt zunächst an, ja, die Funktion, und ruht sich dann sozusagen aus, eben, ja, Steigung 0, und dann steigt sie aber weiter an, ja. Wenn sie jetzt fallen würde, wäre es ja ein Hochpunkt, und wenn sie jetzt quasi erst fallen würde und dann steigen, dann wäre es ja ein Tiefpunkt. Und ein Sattelpunkt kann auch von der anderen Richtung kommen, also dass die Funktion erst fällt, dann hier in diesem Punkt 0, die Steigung 0 hat und dann weiter fällt, ja, also dass quasi die Steigung sich nicht verändert. So, wir haben gesagt, Extremstellen berechnen wir, weil wir wissen, die Steigung der Funktion f von x ist die Ableitung der Funktion f von x. Ja, das ist ja das Gleiche. Die Steigung zeigt uns die Ableitung an. Und deshalb berechnet man diese Extremstellen, wenn wir die Ableitung f' von x gleich 0 setzen. Ja? Und diejenigen x-Werte, x0, x1, x2, hier allgemein formuliert, die dann da rauskommen, sind dann eben die Extremstellen von f von x. So, wie weiß ich, kann ich nachweisen, dass ein Sattelpunkt vorliegt? Und zwar, wenn die zweite Ableitung von f von x, also f' von x, wenn wir dort diese Extremstelle, die wir eben zuvor berechnet haben, ja, indem wir die erste Ableitung gleich 0 gesetzt haben, wenn wir also hier eine dieser Lösungen, wenn wir die einsetzen in die zweite Ableitung, also f' von x, wenn wir diese dort einsetzen und da 0 rauskommt und, ganz wichtig, und das in die dritte Ableitung eingesetzt, also dieselbe Stelle in die dritte Ableitung von f von x eingesetzt, ungleich 0 ist, also entweder plus oder minus, also 1 oder minus 1 oder, ja, aber Hauptsache nicht 0. Wenn das hier auch 0 ist, ja, dann müsst ihr in mein Video über das Monotonieverhalten einer Funktion gehen, dann müsst ihr über die Monotonieverläufe von der Funktion dann bestimmen, was für ein Extrempunkt vorliegt. Ja? Dann müsst ihr in dieses Video schauen, ich werde es oben verlinken. Aber wenn wir eben hier den Fall haben, zweite Ableitung eingesetzt, unser Wert ist 0, und auch in die dritte Ableitung eingesetzt, ja, ist ungleich 0, dann können wir sagen, f von x hat an dieser Extremstelle x0 einen Sattelpunkt. Machen wir ein Beispiel dazu. Wir sollen jetzt hier die Extrempunkte bestimmen von der Funktion f von x gleich x minus 1 hoch 3 plus 1. Wir gehen ganz normal vor. Wir berechnen jetzt erstmal die erste, zweite und dritte Ableitung von f von x. So, f' von x ist gleich. Ja, wir leiten hier einmal ab. Das hier ist die sogenannte Kettenregel. Wir leiten erstmal die äußere ab. 3 mal, innere bleibt stehen, x minus 1 hoch 3 minus 1 ist 2, mal, ja, x minus 1 abgeleitet, das ist ja dann die innere Funktion, ist 1. Ja, können wir also weglassen, mal 1. Plus 1, 1 abgeleitet ist 0, also ist das die erste Ableitung. Dann die zweite Ableitung. Ja, ihr müsst eigentlich nicht von Anfang an die dritte Ableitung bilden, ja. Aber wenn dann eben rauskommt, dass die zweite Ableitung, wenn wir das da einsetzen, dass es gleich 0 ist, dann braucht ihr die dritte Ableitung, ja. Deswegen habe ich in dem vorherigen Video zu den Extrempunkten, zu Hoch- und Tiefpunkt, habe ich es nicht gemacht, weil da würden wir ja direkt schon bei der zweiten Ableitung feststellen, wenn es eben
ungleich 0 ist, also entweder positiv oder negativ, dann wissen wir entweder Hoch- oder Tiefpunkt, dann müssen wir nicht weiter die dritte Ableitung untersuchen. Aber ja, ich habe jetzt hier das Beispiel gewählt, ja, dass wir so einen Sattelpunkt hier vorliegen haben und dann möchte ich euch das zeigen. Und deshalb brauchen wir hier auf jeden Fall die dritte Ableitung. Ja? Nicht, dass ihr euch da wundert. Wir leiten also hier nochmal ab. Wieder äußere Funktion, Faktor bleibt stehen. 3 mal 2, 6. Das bleibt auch stehen, x minus 1. Ja, mal innere Ableitung ist wieder mal 1. Das ist dann 6x minus 6. Was ist dann die dritte Ableitung? F' von x. 6x minus 6 abgeleitet. 6x ist 6 und ja, minus 6 ist... Ja. Okay. Zweiter Schritt. Wir setzen unsere erste Ableitung gleich 0, ja, um rauszufinden, ob wir Extremstellen vorliegen haben. Ja, das sind ja dann die Lösungen für x, die wir dann rausfinden. Das heißt, wir bestimmen jetzt die Extremstellen, indem wir die erste Ableitung gleich 0 setzen. Das heißt, wir rechnen 3x minus 1 ins Quadrat gleich 0 und lösen das mal auf. Naja, jetzt wollen wir erstmal noch hier kurz mal das hier ausklammern. Das sind dann 3x Quadrat minus, wir machen das anders. Das ist ja eine binomische Formel, das heißt, wir berechnen erstmal die binomische Formel. Ja? X Quadrat minus 2x plus 1 ist nämlich das. Und das Ganze ist gleich 0. Das heißt, wir haben 3x Quadrat minus 3 mal 2, also minus 6x plus 1 mal 3 plus 3 ist gleich 0. Ja, jetzt war ich hier natürlich ein wenig schlau, weil wenn ich hier durch 3 teile, dann fällt es ja hier weg und 0 durch 3 ist 0. Das heißt, das war unnötig. Ne? Aber wir lernen ja aus unseren Fehlern. Ja? Das ist gut, Fehler zu machen. Was machen wir jetzt hier? Ja? Hier muss jetzt Kling machen, Bing. Wir rechnen die Mitternachtsformel oder ABC-Formel, ja, oder PQ-Formel können wir auch direkt anwenden. Ich nehme jetzt einfach mal die Mitternachtsformel. X1, 2 ist gleich. So, minus B minus minus 2 ist plus 2 plus minus die Wurzel aus minus 2 ins Quadrat ist 4 minus 4 mal 1 mal 1, also 4 mal A mal C ist 4, durch 2 mal A, also 2 mal 1 ist 2, ist gleich 2 plus minus, 4 minus 4 ist 0, Wurzel aus 0 ist 0, also 2 durch 2 und das Ganze ist 1. Ja, wir haben also hier die Lösung x1 gleich 1. Wir haben nur eine Lösung rausbekommen. Dritter Schritt. Wir probieren mal jetzt die zweite Ableitung. Wir setzen unseren x-Wert ein in die zweite Ableitung und wollen mal bestimmen, was für ein Extrempunkt vorliegt. Ja? Wenn wir den Fall hätten, dass es negativ ist oder positiv, dieser Wert, der dann rauskommt, dann haben wir, entweder Hoch- oder Tiefpunkt. Und wenn es gleich 0 ist, dann müssen wir halt überprüfen, ob es ein Sattelpunkt ist. Das machen wir jetzt mal. F' von 1. Ja, wir setzen also unser x gleich 1 ein. Und zwar in unsere zweite Ableitung, die haben wir hier bestimmt. Die ist nämlich 6x minus 6. 6 mal 1 minus 6 ist 0. Also haben wir diesen Fall hier. Ja? x0 ist ja hier in dem Fall 1. Bei uns ist jetzt hier x1, aber das hier war ja einfach allgemein formuliert für die Extremstelle. So, wir haben den Fall x gleich 0. Das heißt, wir müssen jetzt noch überprüfen, das ist jetzt der vierte Schritt, mit der dritten Ableitung, ob hier wirklich ein Sattelpunkt vorliegt oder vielleicht doch was anderes. Und dann müsst ihr halt ins andere Video springen. Ja? Das ist dann, genau. So, das heißt, wir setzen in unsere dritte Ableitung, die haben wir hier, 1 ein. Ja, und wir sehen jetzt hier, egal was wir hier für x einsetzen, es kommt immer 6 raus und 6 ist ungleich 0, ne? Nämlich dieser Fall hier. Was bedeutet das? Sattelpunkt. Ja.
Jetzt ist ja die Aufgabenstellung, wir sollen die Extrempunkte bestimmen. Das heißt, zu den Extrempunkten gehört nicht nur der x-Wert, ja, hier diese Extremstelle, sondern wir müssen ja auch den y-Wert von dieser Extremstelle bestimmen und dann können wir den Punkt aufschreiben. Das heißt, wie bestimmen wir diesen y-Wert? Naja, indem wir den x-Wert in unsere Funktion, unsere Ursprungsfunktion, normale Funktion f von x einsetzen. Also der y-Wert ist dann f von 1 ist gleich, jetzt setzen wir hier ein, 1 minus 1 ist 0, 0 hoch 3 ist 0, plus 1 ist 1. Und dementsprechend haben wir einen Sattelpunkt. Ich mache jetzt einmal, beschreibe ihn einfach als SP. X-Koordinate ist 1 und Y-Koordinate ist auch 1. Ihr seht, das ist alles kein Hexenwerk.